Hallo liebe Leute, ich bin wieder da. Wie versprochen habe ich heute eine neue Methode zur Installation von GMS, Google Mobile Services, für euch mitgebracht. Das ist bisher die einzige Methode für Geräte wie zum Beispiel das Huawei P40 und P40 Pro. Ich habe es bereits installiert und für ein paar Tage getestet. Es funktioniert sehr gut und ich habe Apps wie zum Beispiel YouTube und Uber schon installiert und sie funktionieren auch einwandfrei. Es ist nicht so super einfach, aber so schwierig ist es auch nicht. So, jetzt erkläre ich euch, wie ich das geschafft habe. Erstens brauchen wir einen USB-Stick fürs Handy und wir brauchen noch folgende Dateien. Den Link findet ihr in der Beschreibung unten. Ich würde auch empfehlen, für den ganzen Prozess die Systemsprache auf Englisch einzustellen. Erstens, entpacke den ZIP-Ordner und kopiere die zwei Ordner Huawei und Google-Installation auf eurem USB-Stick. Zweitens, geht zu Settings, System and Updates, Backup und Restore, USB Storage. Und klick auf die Backup-Datei von Huawei Mate 30 Pro und gib das Passwort ein. Philando 234. Klick auf die chinesische App, Activate, Allow. Hier müsstet ihr nicht warten, geht direkt zu Files, Google Installation und installiere die Dateien von 1 bis zu 6. Geht jetzt zu Settings, Users and Accounts, Google. Und hier gebt ihr euren Google-Account ein. Geht wieder zu Files und installiert die App Nummer 7. Es kann sein, dass jetzt ein paar Warnungen auftauchen, aber ihr könntet die jetzt einfach ignorieren. In meinem Fall kann ich Google Play Store nicht direkt öffnen, deswegen habe ich neu gestartet. Wenn ihr Play Store direkt öffnen könntet, könnt ihr das folgende ignorieren. Ich habe nochmal die chinesische App geöffnet und auf den blauen Button geklickt. Ich bin endlich im Play Store gelandet. Wir brauchen nun eine App als Device ID. Lad diese App runter, öffne die App. Hier sieht man noch die Google Services Framework Nummer. Jetzt müssen wir Google Play Services erstmal installieren. Geh zu Settings. Apps, Apps, Google Play Services, First Stop, Uninstall.
Klick nun auf Grant Permission, Allow. Danach geh wieder zu Files, App Nummer 8 installieren. Und dann geh wieder zu Settings, Apps, Apps, Show System Process, Google Services Framework, Storage, Clear Cache, Clear Data. Danach geh wieder zu Device App, checken, ob GSF noch angezeigt ist. Falls es noch angezeigt ist, dann müsstet ihr die Storage von Google Services Framework nochmal leeren, bis GSF nicht mehr angezeigt ist, so wie ihr hier seht. Geh nun zu Settings, Apps, Apps, Google Play Store, Storage, Clear Cache. Klick auf Play Store, falls ihr erfolgreich auf die Startseite landet. Kann sein, dass es kein gutes Zeichen ist. Bitte mach mit mir das folgende. Falls es nicht funktioniert, wie in diesem Bild zeigt, bitte mach dir noch keine Sorgen. Das ist normal. Und bitte mach weiter wie gefolgt. Versuch es bitte, Cache vom Google Play Store zu lernen. Sowie Cache und Data von Google Play Framework zu lernen. Und versuch den Play Store zu öffnen. In meinem Fall habe ich lange versucht und ich kann Google Play Store immer nicht öffnen. Deswegen habe ich das Gerät neu gestartet. Falls du jetzt schon Google Play Store öffnen kannst, kannst du das folgende überspringen. Ich habe leider kein Glück gehabt, deswegen habe ich nochmal Cache von Google Services Framework mehrmals geleert, bis ich endlich im Play Store lande. Wir sind jetzt fast fertig. Jetzt müssen wir nur Google Play Services installieren. Keine Angst, wir werden das nochmal installieren. Geh zu Settings, Apps, Apps und Google Play Services. Erstmal Force Stop und dann deinstallieren. Und am Ende App Nummer 9 installieren. Wir sind jetzt fertig. Die Apps, die wir benutzt haben für die Installation, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wenn es euch stört, dann könntet ihr auch sie gern löschen. Das ist kein Problem. Ich habe bisher noch kein großes Problem gehabt. Kann sein, dass diese Methode auch abläuft irgendwann. Deswegen subscribe bitte diesen Kanal. Falls ich neue Methode hätte, dann melde ich mich wieder bei euch. Viel Spaß mit euren Geräten und bis zum nächsten Video.